Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JB Performance GmbH, ansässig in Dortmund in der Kölner Straße. Wir haben einen wunderschönen RS2, der aber nicht so wirklich läuft. 100-200, er hat zum Hirn zwar hier und da so ein paar kleine Aussetzer. So, jetzt hören wir im Leerlauf schon. Hier und da ein paar Zucker. Jetzt werde ich die Kabel abgehen und hoffen, macht er nicht. Also, ziehe ich einen ab hier. Hörst du? So, weil wir hatten am Anfang mal, da war leider keine Kamera bei, hatten wir so kleine Aussätze, da saß ich hier, hab das so berührt, Zylinder 2, nee, 4, und er hat's gemacht. Das macht er jetzt nämlich nicht. Bedeutet, ich würde erstmal suchen in Richtung Zündung und Zündkerzen. Sekunde. Dazu kommt, manche Motoren neigen dazu, wenn die Temperatur hoch geht, dass sie dann anfangen mit Aussetzern. Somit würde ich jetzt einmal eben darum bitten, dass der Manni bitte einmal den Deckel abnimmt und wir schauen uns einmal alle Zündkerzen an. Die Zündspulen lassen sich so relativ schlecht kontrollieren und schauen uns das Ganze mal an, wie es ihm da so geht. Weil jetzt eigenartigerweise in Düsen es nicht war. Und diese Aussetzer, wenn der Wagen in den Ladedruck reingeht, der Grund, warum dieses Gezucke kommt, ist, weil er einfach dieses Luft-Benzin-Gemisch nicht akkurat, wie er sich's vorstellt, gerade verarbeiten kann. Passiert das zu oft, weil der RS2, wie gesagt, ist ein Motor mit zwei Klopfsensoren. Wenn das passiert, dann detektet er das und dann regelt er rein. Nicht so modern, wie es eine 8 machen würde, der ganz smooth, weich erstmal gucken würde. Das tut er nicht, er macht direkt die volle Nummer. Aber wer weiß, vielleicht sind die Kerzen auch schon älter. Und dann kann es passieren, zum Beispiel der Kerzenabstand zwischen Elektrode und Finger oben ein bisschen zu lang wird. Und dass er dann nicht schafft, wenn der Ladedruck kommt, dass er den Funken wirklich rechtzeitig runterbekommt. Und dann kann schon passieren, dass Aussetzer kommt. Ja. So, da sitzen jetzt die Zündspulen drin. Die meisten Leute rüsten das Auto um auf die normalen 1.8T oder die 2. Ja, V8. Aus dem V8 sind das die 4.2er, die roten. Genau, die Zündspulen. Da gibt es auch Umrüstkits, die das machen, aber dann haben wir in dem Moment nicht mehr ganz so diese originale Optik. Was machen wir jetzt? Aber noch die andere Leiste haben eigentlich von dem B5. Aber die sind anders vom Stecker, ne? Also du hast recht, wir haben glaube ich noch 5 und der lief ja eigentlich auch. Ne? Was würdest du jetzt beschreiben, was kann man erkennen? Korrosion zum Beispiel? Wenn eine Zündspule kaputt ist oder in einer anderen Richtung funkt, dann hast du halt diese Kontaktkorrosion. Also was auch dazu kommt, warum das jetzt, das würden viele Leute glaube ich einfach nur als defektes Gummi hier beschuldigen quasi. Die Zündkerze sitzt jetzt hier drauf, okay? Ja. Wenn aber jetzt hier das nicht ganz dicht ist, kann es ja auch Kontakt aufbauen zur Zylinderwand oder zu der Hülse, die zum Beispiel da unten zu sehen ist. So, wenn dann der Funke darüber springt, ne, dann hast du ja schon verloren. Ja. Kerzen einmal rausnehmen und schauen wir uns die einmal an. Aber er macht es auch nur, wenn er in die Last reingeht. Vor allem, wenn er untertürig in die Last reingeht, dann macht er das gerne. Kann es denn generell nur was mit der Zündung zu tun haben oder kann es auch eine andere Ursache haben? Also alle Faktoren, die es sein können, ist Spritmenge, Zündung, Falschluft. Hab ich jetzt vergessen? Das ist eigentlich alles. Diese drei Sachen machen aber auch den ganzen Prozess aus. Ja, aber die Kerze sieht okay aus. Die sieht genauso okay aus. Obwohl die vom Kopf her ein bisschen dunkler ist, ne? Die war erst raus? Das ist 1, ja. Okay. Ups, sorry. Sorry. Der ist näher als der auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, was wir jetzt machen werden, wir nehmen eine Fühlerlehre. Ideal wäre natürlich, dass wir einen Kerzenabstand wissen, der original sein muss. Aber du kannst davon ausgehen, dass der größere eher der Feind ist als der kleinere. Das heißt, wir wollen es versuchen. Willst du nochmal die zwei zeigen? Ich zeige jetzt zwei Beispiele. Und zwar zeige ich einmal, das ist der große Abstand. Ja. Und das hier. Ich muss mal nebeneinander halten. Wir messen einmal. Hier ist ein ganz kleiner Tacken mehr Abstand aber. Ja, Spulen könnte man gucken. Wir haben gerade an den Kabeln gerüttelt von den Einspritzdüsen. Dort waren keine, da war nicht zu mehr zu spüren, weil sonst merkst du halt keine Aussetzer. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen die Kerzen gleichen trotzdem nochmal eben an, dass die aufs gleiche Maß sind. Das kleinere, bauen die Kerzen wieder ein und dann suchen wir mal nach den anderen Zündspulen. Und im Notfall müssen wir halt umrüsten auf den anderen Zündsatz. Ungerne. Auf geht's, bis gleich. Es geht gleich weiter im Text. Hallo. Hallo. Wir haben ja schon angefangen zu drehen. Jetzt ist nämlich Mr. Secret gerade da. Mhm. Wir drehen gleich weiter. Ich muss eben schnell was essen. Geh los, wir gehen rüber. Auf geht's. Wollen wir uns rüberschnipsen oder so? Kannst du das denn? Ich
Habt ihr mich schon mal geschnipst? Nein, noch nicht, aber. Boah, das kann schief gehen, ne? Wir versuchen es mal. Also, wo ich erst mit Movo geschnipst bin, weil Movo in Korea und ich war in der Werkstatt. Und vor allem, wenn du dich nicht konzentrierst, kann auch sein, dass dann irgendwie nur der Arm rüber geht und der Rest bleibt hier. Mhm. Ach du Scheiße. Und dann ist es schwierig mit Zusammenflicken. Also, was auch schon mal passiert, wenn ich nicht ganz so gut schnipse, dass du irgendwo anders kurz landest. Ah, okay. Wir probieren es einfach aus, okay? Wir probieren es mal. Okay, ready? Ja, ich bin ready. Was machst du denn hier? Keine Ahnung. Wo warst du? Kurz einen Besuch bei Claudio abgestattet. Ach, Claudio? Ja, das passiert öfter. Aber okay. War es schlimm? Nö. Hat sie wundert sich gar nicht mehr, ne? Ja, er ist schon vollkommen gewohnt. Er hat es schon öfter erlebt. So, RS2. Knochen warm, wie immer. Das ist das Kit. Hier haben wir jetzt die Zündspule, die eigentlich aus einem anderen Kfz kommt. Die Balldüsenverkabelung haben wir ja kontrolliert. Die war es nicht. Ich muss extra nochmal eben nachholen für mich selbst, weil zwischen dem letzten Moment, den wir gerade im Video gesehen haben, und dem sind ein paar Tage vergangen, wo wir das jetzt bestellt haben, um auf der Höhe zu sein. Also, wir haben einmal die 5 Zündspulen. Und haben hier einen Plug-and-Play-Kabelbaum. Das bedeutet, dass wir einmal, das sind die Verstärker, ne? Da nehmen wir das Signal raus, was im Steuergerät kommt, wann gezündet werden soll. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir hier. Das sind die 5 Zündspulen, Masse. Zwei Verstärker. Und zwei Verstärker. Ja. Wir schrauben einmal den auf. Wenn es das jetzt gleich nicht ist, dann wäre der nächste Schritt eine Reinigung der Einspritzdüsen. Können wir hier vor Ort nicht vornehmen. Die müssen wir dann einschicken. Das kostet in der Regel so viel Kohle, dass du fast neue kaufen kannst. Leider. Und da wir, das ist eine schwierige Situation, und da wir das Auto nicht verbasteln wollen, ist es voll wie folgt. Die große Bauform, diese Bosch-Düsen in groß, sind halt sehr kostenintensiv. Du musst aber genaue Einspritz-Kubik-Zentimeter-Zahl wählen, sonst läuft das Auto nicht. Dann schreit es eigentlich fast schon wieder nach einem frei programmierbaren Steuergerät. Aber wenn man das macht, ist der Wert eines RS2 nicht mehr ganz so da. Wir legen einmal schon mal 1, 2, 3. Sind die markiert? Nein, sind die nicht. Was dann auch passiert ist, dass die Vorverstärker sich jetzt quasi verkrümmeln. Die sind jetzt weg, denn das ist alles in den Spulen drin. Oh, vielleicht läuft der gleich ganz besonders scheiße für einen kurzen Moment. Also ich kann mir vorstellen, dass das passt. Ich würde vorschlagen, ich schraube jetzt einmal die Zündspulen ab und dann wollen wir die neuen verstecken unter diesem Deckel. Was mal passieren kann bei den 15ern, was ein bisschen nervig ist, ist, dass die langsam hochwandern und dann der Kontakt von der Zündspule zu der Zündkerze nicht mehr ganz so da ist, was ein bisschen doof wäre. Und da das jetzt schnell läuft und schnell funktioniert, wir machen gleich eine Probefahrt. Nach der Probefahrt werden wir entscheiden, ob wir noch vielleicht einen Ladeluftkühler dem Kollegen spendieren. Echt? In demselben Video. Das wäre krass. Ist das nicht crazy? Das wäre innovativ. Also. Funktioniert. Also, Zündspulen sind drin. Wir lassen ihn mal im Leerlauf laufen, wackeln noch mal an den Einspritzdüsenkabel. Das Geräusch, was ich erwarte, ist das hier. Einmal hinhören. Ja. Ne? Die stottern. Genau. Du hast einfach in dem Moment, wo ich es abziehe, keine Spritversorgung auf dem einen Zylinder. Und dann läuft er halt wie ein Vierzylinder. Wieder 15. Hat sich der runter. Probefahrt. So, also, was ich als erstes gucken will, ist, wenn der im Leerlauf läuft, ob er diese Zucker macht. Dann analysieren wir das mal. Sowas ähnliches. Also, er hört sich so ähnlich an. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn und wollen schauen, ob das Auto immer noch dieselben
Effekte macht wie vorher. Das hat er nur getan, wenn er wirklich in der vollen Beschleunigungsphase war und vor allen Dingen nach dem Schaltvorgang. Ne? Du warst, glaube ich, nicht dabei. Ne? Nee, hat er dann so geruckelt oder wie? Er hat sogar das so gemacht, dass er hat ja zwei Klopfsensoren. Mhm. Ein Klopfsensor erkennt, ob eine Fehlzündung stattfindet oder eine Falschzündung stattfindet. Und das hat er dann wohl gemerkt. Und dann hat er dir zum Beispiel von Gang 3 auf 4, du schaltest Vollgas bei Gang 3 in die 4 und dann war in der 4 einfach keine Leistung mehr da. Das ist doof. Also 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und das ist halt... Nicht Sinn der Sache. Richtig, das ist nicht Sinn der Sache. Aber das ist mehr so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich total liebe. So eine Kleinigkeit, so eine Mini-Änderung an so einem Auto und du bildest dir sofort ein, das Auto fährt ja viel besser. Ja. Das ist ja viel besser ist das ja. Ich merke direkt den Unterschied. Ich muss sagen, merke ich auch einen Unterschied. Nur ob der wirklich stimmt, ist die Frage. Ne? Mhm. Weil für mich läuft der Wagen etwas crispier. Crispier? So wie crispy. Crispy Chicken. Mary? Crispy Chicken! Crispy Chicken. Der läuft jetzt wie ein Crispy Chicken. Wirkte ziemlich fresh. Ja, ziemlich rund. Nee, sehr geil. Ja, mega. Der läuft so geil, dass ich jetzt sogar so gute Laune habe, dass ich sogar bereit wäre, mein Getriebe wegzuschießen. Oh. Ja, Benzin, ich weiß. Also machen wir ja so Launch Control. Mein Launch Control ist mein rechter Fuß. Genau, Launch Control kriegen. Launch. Pissmann Start heißt das auch. Pissmann Start. Ich finde das immer so süß, wenn manche Leute ins Auto reingucken, wie unbeobachtet sie sich fühlen und wie unfassbar doof manche Menschen dabei aussehen, wenn sie in ein Auto reingucken. Kennst du das, die nicht so rüber gucken können, sondern die ihren Oberkörper drehen müssen? Ja. Die sitzen quasi so im Auto, so. Und gucken völlig, durch. Völlig unauffällig. Genau so. Und immer mal so. Okay. Es war 5,5, ich bin chillen noch. Ich glaube, ich kann die Kamera nicht fressen. Das gehört aber auch dazu. Auf jeden Fall, er läuft so. Ich würde vorschlagen, was wir jetzt machen ist, wir nehmen die Frontschuhstange ab und inspizieren mal den serienmäßigen Ladeluftkühler des Audi RS2. Also. Hier los. Hier ist eine Menge los. Hier alles voll. Ja. So, und zwar, was wir ja gesagt haben vorhin im Video, ist, dass wir beim RS2, wir haben ja die Problematik beseitigt, dass das Auto jetzt normal läuft. Keine Aussetzer hat, Zündung läuft, alles schön. Und da haben wir uns gerade, damit das Video nicht einfach so schnell vorbei ist, bekommt da noch einen Ladeluftkühler. Okay. Und hoffen, dass dadurch das Auto etwas schneller wird. Was ich nicht glaube unbedingt. Ja. Aber der andere Gedankengang war noch, dass wenn nämlich die Zündspulen einen Tick schneller sind als die originalen Zündspulen, geht die Zündung ja nach vorne. Mhm. Oder vielleicht sind sie auch etwas langsamer, geht nach hinten. Okay. Weil was ich für ein Gefühl hatte durch das Wechseln der Zündspulen, vielleicht vertue ich mich da auch, dass der Wagen aber, also er läuft sehr, sehr sauber, aber er läuft auch etwas unangestrengter. Okay. Unangestrengter bedeutet immer, dass er etwas weniger Leistung hat gefühlt. Ne? Weil wenn er sich mal anstrengt, dann spürst du das halt auch und dann geht er auch besser vorwärts. Und zwar gibt es nämlich von der Firma Wagner Tuning zwei verschiedene Ladeluftkühler-Kits für ein RS2. Und bei dem ersten Kit, das ist das größere, oder beim ersten Kit wie bei dem, muss man nichts modifizieren, laut denen. Und bei dem zweiten Kit muss auch, glaube ich, eine Ansaugbrücke rein, weil, ich fahre den Wagen gleich mal rein, du hast ja diese Ladeluftleitung, die geht ja einmal an der Ansaugbrücke komplett vorbei, geht oben einmal 180 Grad rum, oder muss die Luft einmal 180 Grad rum und dann wieder zurück. Was ja eigentlich Unsinn ist. Und dann gibt es am Wagen auch eine große Ansaugbrücke. Und ich möchte die Ansaugbrücke nicht wechseln, weil erstmal wäre es ja nicht mehr original. Zweitens steht ja nicht mehr so schön Porsche auf der Ansaugbrücke. Ja. Das wäre sehr, sehr schade. Und da das ja eh nicht in Richtung Superleistung geht, das Projekt, finde ich es so dann doch cooler. Und wir wollen ja Modifying Plus machen. Mhm. Doch, jetzt ist der Ladeluftkühler drin. Das ist der Ladeluftkühler, der reinkommt. Und der ist jetzt schon nicht wirklich die Offenbarung vom Herrn. Also ist jetzt nicht riesengroß. Könnt ihr euch also vorstellen, wie groß das originale Teil ist, was da drin ist. Trotzdem will ich das Ganze mal vergleichen gleich, wenn wir den originalen draußen haben. Denn
Mehr Leistung wird schon bringen. Plus, ein Ladeluftkühler, wenn der alt ist, sitzt auch sehr gerne mal zu. Ja, von außen, die Kühlrippen klappen alle zu, die Kühlleistung wird generell schlechter, dann werden die Klammern manchmal undicht. Das heißt, so ein Ladeluftkühler nach einer Zeit wie bei diesem Auto, wenn so ein Auto aus den 90ern kommt und 2020 du den wechselst, nicht die schlechteste Idee. Ja. Kühlleistung von dem System und was du natürlich massiv ändern kannst, worüber wie immer spreche ich um Ladeluftkühler, du kannst deinen Gegendruck verringern, du kannst den Gegendruck erhöhen, du kannst halt sehr, sehr, sehr viel machen mit so einem Ladeluftkühler. Heißt, wie doll musst du ja dagegen drücken, um Richtung Drosselklappe zu kommen oder halt auch andersrum. Sehr großer Unterschied zwischen Einlass-Auslass. Mhm, ja. Das ist sehr auffällig. Komm, wir holen den mal rein. Moment. Was wir auf jeden Fall auch noch gucken könnten, wäre irgendwann mal, wie man den Fahrersitz etwas tiefer bekommt. Das wäre auch OEM Plus irgendwie. Weil das ist echt zu hoch. Ich sitze da immer so. Das ist scheiße. So lenke ich, so. So, wir gucken noch mal eben in den Motorraum rein. Und hier ist das Thema, was ich meinte bezüglich der Ansaugbrücke. Dann gibt es halt eine andere Ansaugbrücke, wo diese Öffnung, also die Drosselklappenausführung, wo halt dann dosiert wird, wie viel Luft in den Motor reinkommt, auf dieser Seite sitzt. Ja. Okay, das geht dann so weg. Und dann hast du natürlich einen deutlich kürzeren Ladedruckweg. Deutlich kürzer, weil jetzt muss momentan Ladedruck hier unten raus. So, so, wupp, 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 wupp. Ja, das ist schon lang. So, ich würde sagen, wir heben den mal hoch und dann kommt Stoßstange auf. Ist auch echt geil gemacht, ne? Das Ladedruckrohr ist Teil des Querträgers. Also das Ladedruckrohr hier geht hier durch, siehst du das? Ja, ja. Zwei Fliegen, eine Klappe. So, oh, guck mal. Manni meinte gerade, guck mal, der hat doch schon einen Wagner-Ladeluftkühler. Aber hat er nicht, aber schon ähnlich. Also wir halten jetzt mal hier vor. Und sehen halt, dass der Ladeluftkühler ein Tick höher ist und auf jeden Fall tiefer. Wir gucken mal mit dem Messschieber. Also wir haben original eine Bautiefe von 63 mm. Ja. Und der neue hat eine Bautiefe von 75 mm. Das ist doch schon ein gutes Stück. Ne? Exakt, weil das muss man, man darf jetzt nicht nur die paar Millimeter sehen, sondern man muss es auf die Länge ja sehen. Die ganze Fläche, ne? Ja. Genau, die ganze Fläche. Dazu kommt, dass er halt schon ein Stück höher ist und zwar ziemlich genau eine Netztiefe. Und jetzt sehen wir den Unterschied halt. So, wenn du jetzt hier reinguckst, erstmal sehen wir leider doch viel Öl im Ladeluftkühler unten drin. Siehst du was? Ja. So, jetzt kann man ja grob einschätzen, wie viel Durchströmfläche und wie viel Kühlfläche da ist. Du siehst die kleinen Rippenöffnungen, ja. Da geht die Luft durch. Und diese aluminiumglänzende Fläche ist die Fläche, wo halt im Gegensatz die Luft so vom Fahrtwind durchströmen kann. Okay? Also du kannst dir vorstellen, wie ein Querverkehr. Der Verkehr ist Kühlleistung, der Verkehr ist Richtung Motor. Ja. Und so läuft das Ganze. Jetzt gucken wir in den Wagner Ladeluftkühler rein. Da sehen wir einen deutlich größeren Vorhof. Die Einströmfläche, wo die Luft durch kann, ist ganz klar zu erkennen und die Kühlleistung ist zu erkennen. Was wir aber jetzt auch sehen ist, dass die Kühlöffnungsfläche ja viel höher ist. Bedeutet, dass der Gegendruck, denke ich mal, etwas geringer sein wird. Das heißt, der Ladedruck, der jetzt aus dem Lader produziert wird, Richtung Ladeluftkühler geht, kann viel vehementer, also gleichmäßiger durchhämmern. Da wir den Ladeluftkühler etwas höher haben, etwas tiefer haben, heißt aber auch gleichzeitig, dass die Kühlleistung auch etwas besser und höher sein wird. Und somit, denke ich mal, werden wir vielleicht ein bisschen früheres Turboladeransprechen generieren. So, und jetzt haben wir diesen Ladeluftkühler genommen, weil er müsste, ich hole mir einmal eben die Gummiteile hier raus. Oh, die sind schon sehr hart. Weil Audi hat hier hinten so eine kleine Schwingung eingebaut, so ein Schwingungslager. Das ist so ein Gummiklotz. Der muss da wieder rein. Ich meine, ein sehr interessantes Kühlsystem. Und du spürst auch die Problematik, die Audi hatte, ist das gleiche Problem, wie wir hatten bei dem A4 B5. Und zwar, dass der Motor etwas sehr weit vorne sitzt. Weil normalerweise würdest du ja hier immer einen Kühler erwarten. Hier sitzt auch der Ladeluftkühler, aber in diesem Fall ist der Wasserkühler hier. Der eigentlich hier sitzt. Wasserkühler sitzt da. Gepaart mit dem Kollegen hier. Und so setze ich das ganze Kühlsystem zusammen. Normalerweise würde es ja hier stehen, dann könntest du immer noch locker flockig den Ladeluftkühler davor setzen, wie es ja fast jedes Auto hat. Hier ist es nicht der Fall. Das heißt, hier ist der Wasserkühler nach hinten weggesetzt. Und auch sehr interessant, guck dir mal an, wie viel Kühlleistung der hat, aber wie wenig Durchströmfläche. Mhm. Ne? Im Vergleich zu dem hier. Ja.
Genau. Und bei dem großen Ladekühlersystem müsste man das jetzt hier demontieren. Tauscht man das dann aus gegen das andere System. Aber ich glaube, das ist auch ohne TÜV. Deswegen wollte ich es auch nicht machen, weil wir sind hier 100% legal. Ja. Es sieht wirklich sehr eigenartig aus, wenn du das so machst. Soll ja flutschen, ne? Flutschen muss ich. Sieht auch sehr gekonnt aus, wie du da mit deinem Finger so liebevoll. Von rechts nach links? Links flutscht. Hier musst du mir gerade den originalen Dichtring reinsetzen, aus dem originalen alten Lauluftkühler. Wenn du diesen Dichtring dort nicht einsetzt, den man hier gerade so liebevoll eingeschmiert hat, dann würde das trotzdem funktionieren, aber es würde extrem pfeifen und es würde ganz viel Undichtigkeit hervorrufen. Das heißt, sieht aber so auch noch nicht so dicht aus, finde ich. Ja? Das ist schon dicht, ja. Ja, das ist dicht. Weil, wenn du jetzt hier schaust, dieser Ring ist ungefähr so einen halben Millimeter oder Millimeter zu dick. Und dieses Rohr ist ziemlich passend, wenn du jetzt hier so guckst. Ja? Und schiebst es jetzt so hoch, spürst du richtig, wie du gegen das Gummi was reindrückst. Und dann sitzt das Ding da wirklich fest drin. Okay. Aber ja, 4 Bar wird diese Dichtung auch jetzt nicht so geil finden. Ja. Aber 4 Bar findet kaum ein Ladeluftkühler wirklich geil. Ich bin, glaube ich, 4 Bar auch noch nie gefahren. Ich bin 3,7, 3,8 Bar gefahren. Und bei 3,7 Bar kann man wirklich sagen, du spürst richtig, der Kolbenpleuel froh ist, dass die Kurbelwelle nach unten geht. Ja. Du merkst richtig, Oh, shit. Also, es ist einfach zu viel zwischen Kolben, Ventile zu und Kolben nach oben. Das ist einfach so ein Druck. Und dadurch steht auch in die Leistung, weil das wird zusammen gezündet. Und das ist da ist 4 Bar einfach echt Limit. Du hast das Gefühl, dass der Kopf jedes Mal wie in so einem Comic so. Und die Stehbolzen versuchen quasi so da zu stehen. Und halten den Kopf wie am Block fest. Ne? Und du spürst einfach, dafür ist ein Auto nicht gebaut. Normale Autos fahren so in der Volllast dann 0,7 Bar, 0,8 Bar. Dann denkst du dir, 2 Bar ist ja schon ein Wort. 3 Bar ist auch ein Wort. Aber 3,7 Bar, dann merkst du richtig, okay, jetzt sind wir im vollen Chaoten-Status. Hast du ein Beispiel für ein Auto, was 4 Bar fährt, so, was man so kennt irgendwie? Solche Dinger. Ja? 2er 15er, gibt es bestimmt welche, die da mit 4 Bar durch die Gegend eiern. Aber man muss auch sagen, wenn Kopf nicht groß genug ist, wenn Krümmer nicht groß genug ist, wenn all diese Faktoren nicht stimmen, bringen 4 Bar nichts. Weil 4 Bar heißt ja auch, es ist ein extrem hoher Durchsatz gefragt. Es muss viel passieren und viel abgeführt werden. Und man kann 4 Bar auch bei kleineren Turboladern schaffen, aber irgendwann ist die Effizienz so schlecht. Das stimmt, da steht 4 Bar, aber diese 4 Bar bringen dir nichts. Und wenn ich das sehe, kriege ich echt schlechte Laune, weil das heißt, jemand hat sich echt wenig Arbeit gemacht beim Lackieren. Das, was nachlackiert wurde, wissen wir ja, aber das ist halt echt AA. So, Blinkerchen. Original, guck mal. 993 631, das ist Porsche-Teilnummer. Cool, ne? Geil. Geil, ne? Geil. Hier? Kann man die dann bei Audi überhaupt nachkaufen oder muss man die bei Porsche kaufen? Doch, bestimmt. Kann man. Geil, geil, geil. Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede. Alter Schwede, ne? Ja. Ja. Moment, jetzt muss ich eben warten, Movo ist auf Toilette. Und da merke ich schon, dass das die Videos, die wir so machen, jetzt wenn ich so alleine quatschen kann, sind echt so der Spaßpunkt für ganz viele. Weil das Video schneiden ist auch lustig, glaube ich, für die Jungs. Aber du merkst schon, wenn du dann kommst und du gehst dann mit den Jungs drehen, also nimmst du jemanden mit und gehst mit dem drehen, das ist wie so, wie Gassi gehen. Hört sich echt doof an. Und für mich aber auch. Und wir können aus dem Alltag eben raus und können spielen gehen. Und deswegen, glaube ich, gucken die Leute auch die Videos so gerne, weil man beim Spielen gehen dabei ist. Eine schöne Kombination für mich und auch, dass das so viele Jahre so weitergeht oder jetzt schon so lange geht, ist halt echt krass, weil ich erinnere mich noch am Anfang, da war das so, dass mich jeder ausgelacht hat für diese Videos, wirklich, weil ich war ja ein Fernsehklaus und wenn man Fernsehen macht, macht man kein YouTube und wenn man vom Fernsehen kommt und macht YouTube, ist man nicht mehr erfolgreich. Dann ist das so quasi dein Urteil und es gibt auch immer noch Leute, die das sagen, die dann sagen, für die Leute, die im Fernsehen noch sind, so, ja, aber guck mal hier, ne? Seine Fernsehsendung läuft ja echt mega gut. Wo ich mir denke, nee. Jetzt wird es auch in Sachen modifizieren, ohne den RS2-Charakter kaputt zu machen, schon dünne. Was mir gerade aufgefallen ist, dass er im Leerlauf etwas doll eiert. Kann ein Zeichen dafür sein, dass er Falschluft zieht, was ich aber jetzt so erstmal nicht glauben würde.
Aber das saß alles sehr gut. Ich würde sagen, wir springen mal Richtung Autobahn. Ne? Okay. Tschüss. Also, was spüre ich? Ich höre den Ladedruck etwas lauter, etwas metallischer. Gefühlt, wenn du in den Ladedruck gehst, wirkt er etwas schwächer. Aber er hat das Fahrwerk auch gemacht, weil alles einfach moderner, homogener wird. Wir geben mal Gas. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass ein Ladeluftkühler macht, dass das Auto eine Sekunde schneller 100-200 fährt. So. Außer der Ladeluftkühler wäre defekt und hätte ein Loch drin. Ja. Was unser Vollaluminium-Serien-Ladeluftkühler nicht hatte. Der Aufbau des Ladeluftkühlers ist anders, deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel in den vierten gehen, ne, wir gehen in den fünften sogar, ob ich fühlen kann, ob der Ladeluft früher kommt. Vollgas. Nichts, was mir direkt in die Birne springt, sagen wir mal so. Also, vielleicht sind es 200 Umdrehungen, hätte ich jetzt gesagt vielleicht. 2000 Umdrehungen Vollgas. Vierte Gang. Mit 3,5 hat er Ladedruck. Gefühlt ist es eigentlich früher als ein RS6. Ja, ist echt früh, ne? Ist früher als ein RS6. Also nochmal, 2000 Umdrehungen, vierte Gang, Vollgas. Dann zieht er halt auch echt megamäßig durch, ne? Stimmt. Und auch wie schön so ein Tacho geht, ne? Guck mal bitte. Ne, wir gehen mal aus dem Loch raus. Jetzt voll bergauf, ne? 3000 Umdrehungen, Vollgas. Kein Gangwechsel. 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Wir fahren noch bergauf, was für so ein Auto mit nicht so viel Leistung hat, schon Stress ist. Finde ich toll. Alles ohne Schaltvorgang, alles ohne was. Und wir hatten noch bestimmt 35, 40 km/h übrig. Ein Träumchen ist das. Träumchen. Träumchen. So, mit diesem Träumchen schicke ich euch in den Alltag der Nacht, des Lebens und des Morgens. Ich wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg heute und viel Grinsen und viel Schmunzeln und viel Spaß. Tschüss.